Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft, der zweiten Staffel. So, wir bauen jetzt erstmal hier immer rum. Später können wir uns immer noch um Türen und so kümmern. Und dann können wir das Holz wieder weghauen. Das Doofe ist jetzt bloß, dass die Fenster genau auf dem Stein wären. So. Wie gesagt, um die Fenster kümmere ich mich später. Ich will jetzt einfach nochmal das ganze Ding hier rumziehen. Noch eine Schicht drauf und dann erst die Decke, ich glaube ja. Zum Glück haben wir noch etwas Fichtenholz übrig, auch wenn das wieder nicht reichen wird. So. Klack, klack. So, und das wäre dann die Decke und das würde ich, glaube ich, mit Eichenholz dann tatsächlich machen. Bup, bup, bup. Also brauchen wir auf dem Nachhauseweg, müssen wir uns dann doch noch ein wenig Fichte holen. Ist das jetzt vielleicht doch ein zu großer Klopper geworden, aber innen drinnen ist auch nicht so viel Platz. Und es wird Nacht, da will ich mich verpieseln. So, wo haue ich den Eingang hin erstmal? Am besten erstmal mittig. 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4. Dann wäre das hier. Das wäre der Haupteingang. Und schon sind wir zu Hause, dann können wir erstmal den ganzen Sand ablegen, den wir jetzt wieder gesammelt haben und momentan gar nicht brauchen. Klack, klack. So. Die Zäune habe ich mitgenommen, ja, okay. Pop, pop. Gucken wir mal rauf. Ob wir einen Enderman sehen. Und theoretisch dürfte ich ja jetzt das Haus da hinten sehen. Theoretisch ja, aber der Baum ist etwas im Weg und es ist zu dunkel. Ich glaube, die Enderzeit hier hat sich echt erübrigt. Dafür ist es zu hell hier in der Umgebung geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das Dach beim Saloon so lasse. Das sieht irgendwie so komisch noch aus. Zombie, Spinne. Nichts Interessantes. Baum. Dann mal runter. Haben wir Fichten dabei? Nö. Doch.
hier bauen wir wieder mal ab. Gott. Das ganze LP baut ja schon ab. Und das steht da oben, okay. Eigentlich dürfte uns doch, ja. Lol. So. Klar, der nächste. Na komm. Gucken wir mal wieder hoch. Und wie weit sind eigentlich unsere Kohlestücken? Ich habe das Gefühl, wir haben... Nee, haben wir nicht. Hey, da können wir richtig bei was raus. Na? Ohne Endermänner ist die Nacht doof. Creeper. So, Fichte haben wir jetzt gesammelt. Wir bräuchten eigentlich noch Eiche. Kriegen wir hier keinen Setzling raus? Ach, da oben ist noch ein kleiner Drückeberger. Kommen wir nicht ran? Doch. Verdammt. Na gut. Na, du kannst mich mal. Die sind mir jetzt mal sowas von egal. Dämliche Spinne. So, wir brauchen irgendwie Holz, aber ich habe auch keine Lust, die Nacht abzuwarten. Ich hätte natürlich jetzt auch schlafen können, was ich clevererweise mal wieder verpasst habe. Aber ich muss ja zugeben, ich hoffe immer noch ein bisschen auf Endermänner. Oh, oh. Klar, und er spottet uns auch schon. Aus 10 Meter Entfernung sieht er uns locker um die Ecke kommen. Tschüss. Der nächste. Oh, nervt mich doch nicht. Jetzt spawnen die auf dem Dach da auch noch drauf, ey. Gibt's doch gar nicht. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass ich hier Fackeln angebracht habe.
So, momentan kann ich ja nicht wirklich hier weiter arbeiten. Ich könnte jetzt natürlich oben noch weiter was machen. Das ist irgendwie cool mit den seitlichen Treppen so einfach mit hochspringen. Fichtenholz. So, dann drehen wir hier gleich weiter die Runde. Der Kamin muss natürlich weiter rausgucken. So, das ist der Zwischenboden. Und jetzt würde ich theoretisch gern ein Dach bauen. Jetzt überlege ich. Mit dem gleichen Holz will ich es nicht machen. Birke ist zu hell. Mache ich das wieder mit Schwarzeiche? Hätte ich mir gleich was mitnehmen können. Dafür brauche ich aber wieder Treppenstufen, so viele, Mann, ey. Ich hoffe, Schwarzeiche sieht am Ende nicht zu dunkel auf dem Dach aus. Nein! Genau. Klack. So, dann holen wir uns erstmal noch hier schön Eichenholz. Da pflanze ich mal nichts Neues hin erstmal. So, das dürfte locker reichen. Und dann holen wir uns Schwarzechenholz. Oh no. Er rennt weg, das heißt, ich kann hier schön elegant um die Ecke und wir überlisten den kleinen süßen grünen Mann mal. Ich wollte erst was anderes sagen, aber da hätte ich mich wahrscheinlich wieder mal wegpiepen müssen. Da habe ich keine Lust drauf. So, Schwarzeiche brauchen wir. Schwarzeiche bekommen wir. Ups. Dann wird es mal wieder Zeit für ein Folgenbäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.